Ihr seid richtig gelandet hier bei Noviso. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Heute darf ich in die Steinzeit zurück und wir gehen auf die Steinbearbeitung zurück, also Stein hoch 3 heutzutage. Und ich freue mich sehr auf ein weiteres Gespräch mit unserem Mitstreiter Lars Fischinger. Hallo Lars. Ja, hallo. Danke für die Einladung wieder. Lars, schön, dass du nochmal Zeit hast. Wir hatten vor kurzem schon die Gelegenheit, in dein weites Feld der Mysterienforschung einzutauchen. Umso mehr freut es mich natürlich, wenn wir jetzt nochmal speziell auf ein paar so Dinge gucken können. Für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist Mysterienforscher aus Leidenschaft, eigentlich schon seit 30 Jahren jetzt mittlerweile. Genau 30 Jahre. Ja. Angetriggert wurdest du genauso wie ich durch eine Sendung von Däniken, die er in den 70er, 80er Jahren mal im deutschen Fernsehen hatte, wo auf die Spuren der Götter hingewiesen worden ist. Und das hat für uns beide natürlich einen großen Einfluss gehabt. Für dich noch mehr wie für mich. Du machst das also mehr oder weniger also aus voller Leidenschaft und hauptberuflich sozusagen auch. Du bist Autor. Du bist Redner, du bist bei Kongressen dabei, du hast dich also diesen Themen komplett verpflichtet. Ja? Hättest du gedacht vor 30 Jahren, dass es mal so wird? Nee, das hätte ich nicht gedacht. Also 16 war ich da, 1989, als ich das erste Mal mit Däniken und der Thematik Präastronautik, Rätsel der Vergangenheit in Berührung kam. Und ich hätte nie gedacht, dass ich 30 Jahre später immer noch so leidenschaftlich und voller Begeisterung Anhänger dieser Rätsel der Welt bin. Wenn man das mal so laienhaft ausdrückt, hätte ich nie gedacht. Aber wer denkt als 16-Jähriger schon 30 Jahre weiter? Ja, das ist, mit 30 ist mir da schon uralt. Ja, ach, oh ja. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und an dein Fachwissen ein bisschen anzuknüpfen. Und zwar, wir könnten jetzt natürlich stundenlang, tagelang über all diese Artefakte und Rätsel auf der Welt reden. Aber ich habe mir ein paar dieser Rätsel ausgepickt und ich versuche mal mit dir da so ein bisschen drauf zu kommen, wie denn sowas entstanden sein könnte oder wie die das damals gemacht haben. Und zwar gibt es da eine Sache, auf die bin ich vor Jahren auch schon gestoßen. Ja, wie gesagt, Däniken hat es damals schon aufgeführt. Aber vor ein paar Jahren habe ich es nochmal in einer Doku gesehen. Und zwar gibt es überall auf der Welt immer wieder rätselhafte Funde von alten Steinen. Und zwar jetzt nicht nur irgendwelcher einfacher Sandstein, der da so mit spitzen Schaber irgendwie ausgeschabt werden kann. Sondern wir reden hier oben links zum Beispiel von Andengranit, Andesit, härtestes Tiefengestein, in dem so ein komisches Loch zu finden ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie haben die Steinzeitmenschen von damals oder die Bauherren in der damaligen Zeit es geschafft, solche Löcher zu machen? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, eine interessante Frage. Und zwar diese Kernlochbohrungen. Die sind nicht alle aus der Steinzeit, weil einige hatten da schon Kupfer, also aus der Kupferzeit, Kupferwerkzeuge. Aber die findet man weltweit, in Ägypten auch. Ich glaube aber, dass oben links ist Rosengranit in Abusir in Ägypten, südlich von Kairo. Wenn man da zum Beispiel auf der Pyramidenstätte dort herumläuft, findet man solche Kernlochbohrungen. Da kann man, wenn man da reinguckt, wunderbar sehen, dass sie auch wirklich gebohrt wurden, so wie mit einem modernen Bohrer. Da gab es dann auch Experimente mit Kupferbohrern und Sand und Wasser als Triebmittel, um da rein zu bohren. Und die funktionierten teilweise auch tatsächlich. Dann gab es aber wieder Experimente, die zeigten, dieses Kupfer, wenn die in so einen Stein reinbohren, Stunden, Tage lang, dass das ja auch warm wird und sich ausdehnt und dann verklemmt nach wenigen Millimetern. Okay. Dann gab es wieder Hinweise darauf, beziehungsweise es wurde von einigen darauf hingewiesen, dass einige dieser Kernlochbohrungen keine perfekten Zylinder sind, sondern konisch. Konisch, unten etwas weiter zusammengehen. Wie geht das? Wie soll man denn so etwas bohren? Für die technisch nicht ganz so versierten Zuschauer habe ich jetzt mal ein Bild rausgesucht von einem normalen Kernbohrer. Also ich bin gelernter Elektriker und Elektroniker. Ich habe auf dem Bau gearbeitet und wir haben diverse dieser Kernbohrungen gemacht. Und das ist jetzt in Ziegel ist es schon ein Riesenaufwand. Wenn man das in Beton macht, dann ist das unglaublich anstrengend. Man muss diese Bohrmaschine am Boden festbohren. Ja, bei Beton, man muss es Wasser kühlen und vor allem braucht es Elektrizität und Maschinen, also Elektromotoren. Das kann man nicht einfach nur mit einem Handlauf machen oder irgendwie mit einem Esel, der da rumrennt, sondern es erfordert ein hohes technisches Maß an Können und Gerätschaften. Und eine hohe Drehzahl. Ja, das kommt noch dazu. Und vor allem, das sind diamantbestückte Bohrköpfe. Das heißt, um in dieses härtere Gestein hineinzukommen, braucht man ein Material, was härter ist wie das, was geschnitten wird.
Und jetzt weiß ich nicht, ob die alten Ägypter schon von irgendeiner Firma einen Diamantbohrkopf zur Verfügung hatten. Ja, heutzutage ist das ist jetzt auch einer mit Diamant, sehe ich hier, diamantbestückter Bohrkopf. Nimmt man Diamantstaub, Diamantpulver, was da dran ist. Das würde also bedeuten, dass alte Ägypter oder auch in Ägypten, das sind so ziemlich die ältesten Kernlochbohrungen, die wir haben, aber sowas haben wir auch in der neuen Welt, in der Andenregion, als wenn die Diamantstaub nehmen würden, die müssen die Diamanten dann erstmal zerreiben und dann da reinzubohren, um solche Löcher herzustellen. In Ägypten, das haben wir gerade auf dem Bild vorher gesehen, gibt es solche Kernlochbohrungen auch, die sind so teilweise 4.500, 5.000 Jahre alt und die dienten laut Archäologie-Meinung einfach dafür, um Holz, Pöhle festzuhalten, in denen Tore in Tempeln oder so befestigt waren. Das waren also quasi die Halterungen für Türpfosten oder Eingangstore. Und da haben sie sich dann einfach die Arbeit gemacht, um so etwas reinzubohren. Und da muss man aber sagen, wenn es die so zahlreich in Ägypten gibt, dann muss es einfach keine Arbeit gewesen sein, sonst hätten sie sich das ja nicht gemacht. Ja. Wenn das enorm schwer gewesen wäre, hätten die das hier und da mal vielleicht angewandt und eine Tür hätten sie irgendwie anders befestigt. Ja, da sieht man auch sehr gut. Wie soll man das machen? Ja, da kann man zum Beispiel auch sehr gut, ich hoffe, das kann man erkennen, diese Rillen, wie halt der Bohrer, der Vortrieb, wie er da reingegangen ist. Mhm. Es wurde halt mit einem Bogenbohrer, so nennt man das, oben ein Gewicht drauf und dann wurde immer so, immer weiter, immer gebohrt, immer gekühlt, Sand als Schleifmittel genommen und wenn ich das so mache mit dieser Methode, brauche ich da Wochen und Monate für so ein Loch und das für einen simplen Tor, für einen Türzapfen aus Holz. Es steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den das Bohrloch später erfüllen soll. So ist es. Also das muss für Sie eine einfache Sache gewesen sein. Es gibt tatsächlich aus dem alten Ägypten, zum Beispiel aus dem Neuen Reich, Darstellungen, wie Löcher gebohrt werden mit Bogenbohrern. Aber an der Darstellung können wir ja nicht sehen, mit welchem Material die da bohren. Ja. Was ist das für ein Bohrkopf? Woraus besteht der? Ist das wirklich nur Kupfer? Und funktioniert das tatsächlich bei allen solchen Gesteinen? Da können Archäologen so viel herumprobieren, wie sie gerne möchten. Zufrieden erklären kann man das nicht, weil Gesteine sind alle unterschiedlich. Ja, ja. Wenn die in Granit reinbohren und haben dann in einem Experiment 1 Zentimeter Vortrieb gehabt und haben gesagt, so wird es jetzt funktionieren, da werden immer wieder Kritiker sagen, ja, vielleicht ist es dann doch nicht so, weil die Löcher sind ja 30 Zentimeter tief oder noch tiefer. Mhm. Aber Sie erwähnte ich ja gerade, da kann man zum Beispiel wunderschön an einem solchen Monolithen eine Kernlochbohrung sehen. Der Monolith ist aufgebrochen. Der ist irgendwann mal umgekippt und kaputt gegangen. Und da kann man die Kernlochbohrung als Ganzes sehen. Also nicht nur das Loch, wo man reinguckt, sondern so von der Seite. Und da sieht man dann unten auch noch den Rand, der übergeblieben ist, wo das dann rausgebrochen wurde. Und da hat sich auch irgendwie noch keiner Gedanken gemacht, wenn man jetzt so ein Loch bohrt, das hat so einen Durchmesser und ist so tief. Und dann hat man jetzt einen Zylinder drin stehen, der aber immer noch, sagen wir mal, 10, 15 Zentimeter Durchmesser unten komplett mit dem festen Granit verbunden ist. Wie bricht man den denn dann eigentlich raus? Ja, genau. Bei Kernlochbohrung ganz einfach in einem Stein, in einem Haus, da nimmt man einen Schraubenzieher oder einen Meißelhebel und kann das so rausbrechen. So eine kleine Kernlochbohrung für eine Steckdose oder so das etwas. Das geht, ja. Im Ziegel ist das kein Problem. Ja. Aber wie macht man das denn dann bei Rosengranit oder so? Wenn der unten so dick ist. Ja, wenn unten dann noch der Stumpf so fest ist, wie bricht man den dann raus? Wenn man keinen anderen Zugang hat von der anderen Seite. Da kenne ich nämlich kein archäologisches Experiment, was gesagt hat, so, jetzt haben wir das jetzt fertig, jetzt nehmen wir ein Holzstück und dann machen wir mal klack und dann können wir den so rausnehmen. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Vielleicht ist es mir entgangen, aber... Es gibt ja wirklich sehr viele Hinweise auf ganz besondere Schnitttechniken. Das ist zum Beispiel oben auf dem Gizeh-Plateau. Das ist Gizeh, das habe ich in einer Doku gestern noch gefunden, wie ein Forscher zeigt, dass es an einem dieser Steine so eine Fräsbohrung gibt. Also es sieht aus, wie wenn da eine überdimensionale Flex einfach reingeschnitten hätte. Ja, das ist, ich glaube, an der Ostseite auf jeden Fall ist es unten an der Cheops-Pyramide, ist das sogar, unten am Fuß der Pyramide. Und wunderschön kann man da auch sehen, da ist nicht nur in der Mitte diese große, was da so reingesägt ist, sondern unten hier so komisch mal angesägt, oh nee, verkehrt, oben nicht ganz so tief, wie mit einem großen Sägeblatt so reingesägt. Dieses Bild, das kann man sich jetzt nicht so gut so vorstellen, also diese Spuren sind ungefähr so groß. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel ins Ägyptische Museum in Kairo reingeht, und dann geht man gleich links, da stehen ganz viele Sarkophage. Das ist auch sehr interessant. Und dann läuft man durch die Allee, eine Allee von Sarkophagen, die da aufgebaut sind. Die sehen alle wunderschön aus, sind teilweise auch aus Granit. Und
stehen natürlich mit einer Seite an der Wand, ist ja klar, muss ja ein Sarkophag mit einer Seite an die Wand stehen. Und kein Tourist geht natürlich auch mal hinter den Sarkophag, um sich dort den Sarkophag mal anzusehen. Da sieht man zum Beispiel, das ist, glaube ich, der zweite oder dritte links im Ägyptischen Museum in Kairo. Der ist zum Beispiel nicht irgendwie rausgemeißelt worden aus Granit, sondern da sieht man, dass der gesägt ist. Die Sägespuren hier sind nicht besonders tief. An dem Sarkophag sind die so tief, klar zu sehen und nur so breit, ich sag mal 4 Zentimeter breit, und wurde dann also abgesägt. Und da sieht man auch solche Spuren, da wurde erst falsch gesägt, dann nochmal anders angesetzt. Und der Sarkophag ist also unfertig. Ja, ja. Die Vorderseite ist wunderschön poliert und mit Hieroglyphen versehen, innen ausgehöhlt, hinten aber die Sägespuren. Sieht kein Tourist, keiner geht dahinter. Wie hat man das gemacht? Ja, und das steht da. Das hast du auch schon mal so von dem Phänomen gehört, von diesen fugenlosen Schnitten? Dass es also einen Stein gibt, der definitiv zersägt worden ist. Man sieht also einen ganz feinen, dünnen Spalt, aber es sieht so aus, wie wenn die ein Sägeblatt hatten, was 0,043 Millimeter nur dick hatte, weil kein Material fehlt. Weil normalerweise, wenn ich jetzt aus irgendeinem Granitstein mit einer 2 Millimeter dicken Diamantscheibe rausschneide, dann fehlen ja diese 2 Millimeter an Material. Und wenn ich die Steine dann aufeinander lege, dann kann man das sehen, dass da ein Stück Material fehlt. Ja? Aber es gibt Schnitte, fugenlos. Ja, das ist, diese Schnitte, das ist auch auf dem Gizeh-Plateau, aber nicht an den Pyramiden, sondern am Sphinx-Tempel. Da gehen schon weniger Touristen hin. Die meisten kommen einfach mit dem Bus, gehen einmal um die Pyramide und hauen mit dem Bus wieder ab. Und im Sphinx-Tempel davor, den man auch begehen kann als Tourist, finden sich gewaltige Monolithsteine aus Rosengranit. Der heißt nur Rosengranit, weil er ein bisschen rot ist. Und da findet man, wenn man reingeht, rechts diese seltsamen Schnitte, und wenn man da ganz genau, da passt, man sagt immer so gerne, da passt kein Blatt zwischen, aber da würde nicht mal ein Blatt zwischen passen, was nur halb so dick ist. Das ist wie übereinander gelegt, und da guckt man sich das ganz genau an und dann sieht man die einzelnen kristallinen Strukturen. Da muss man wirklich ganz genau hingucken, oder es gibt auch mikroskopische Vergrößerungen dieser Schnitte. Ja. Und da, was ist die technische Erklärung für dich, an Laserschnitt? Das wäre das Erste, wo man dran denken müsste. Kritiker sagen, die Steine, das sieht nur so aus, als wenn die kristalline Struktur quasi über den Schnitt weiter übereinander geht. Ja, aber wenn es so aussieht, warum soll es denn dann auch nicht so sein? ich weiß, was du meinst, ja. Und das ist also dieser Sphinx-Tempel, das ist auch so. Wenn man in Gizeh, es gibt viele Menschen, die waren schon mal in Ägypten im Urlaub, wenn sie nicht gerade in Hurghada im Meer gebadet haben, waren sie auch in Gizeh. Mhm. Aber die waren vielleicht eine Stunde da. Und keiner geht in den Sphinx-Tempel oder kriecht vor der, wie du das Bild gerade gesehen habe, vor der Cheops-Pyramide da rum, oder guckt sich ganz genau mit einem zugekniffenen Auge irgendwelche Fugen an. Das macht kein Tourist. Aber offensichtlich hatten die alten Kulturen eine Möglichkeit oder eine Fähigkeit, Stein zu bearbeiten, so wie wir es heute nicht kennen. Was mir vor allem imponiert, ist dann immer diese riesigen Steinmauern in Südamerika, wo man also sieht, dass hier Steine, die sind 5, 6, 7 Meter hoch, hunderte Tonnen schwer, und die alle in einer ganz seltsamen Art und Weise angeordnet sind, also teilweise mit 8 bis 12 Ecken. Und auch dort ist es, dass kein Blatt Papier dazwischen passt. Also man könnte keine Rasierklinge dazwischen schieben. So genau liegen die aufeinander. Nicht mal ein Erdbeben kann da irgendwas auslösen. Also die stehen seit Hunderten, vielleicht Tausenden Jahren so rum. Wie erklärst du dir das? Ohne Mörtel. Das hier und das Bild davor, das ist Sacsayhuaman in Peru. Und diese gewaltigen Monolithen haben angeblich die Inka so gebaut, die haben einen Stein genommen, draufgesetzt, passt noch nicht, wieder runter, weiter geschmiegelt, draufgesetzt. Aber das ist ja so einfach, ist 200 Tonnen da so zu bewegen. Ja, so schwer sind sie meistens, ich glaube 50 Tonnen ist der schwerste dieser Anlage. Ja. Aber wie du machst, 50 Tonnen, es sind 50 Tonnen. Ja. Haben die da draufgesetzt und immer geschmiegelt, bis es dann irgendwann passte, und haben dann den nächsten genommen und den nächsten. Da frage ich mich, wenn man solche Anlagen sieht, die übrigens genauso in dieser Bauweise, was eigentlich auch keiner mal beachtet, auf der Osterinsel stehen, diese Ahu-Sockel, wo die Moai-Figuren drauf sind, gibt es einige, die von einer Seite genauso aussehen. Und von der Rückseite sind sie unbearbeitet, vorne aber exakt so wie diese Inka-Mauern. Aber diese Steine wurden dann halt so aufgerichtet, und man sieht es auch wunderschön, das ist auch in Peru, in Cusco, überall ist das so zu sehen. Und da sagen die Archäologen, das haben die halt durchaus probiert und immer wieder hoch und
bis es dann irgendwann passte. Warum haben die nicht einfach irgendwelche Steine genommen und gleichförmig und dann gemauert? Ja. Denn das kann man da oben, glaube ich, sogar noch erkennen, haben die Inka auch gemacht. Die haben also nicht nur solche Steine genommen. Das heißt, die Inka, die angeblich noch nicht mal Metall kannten, haben meiner Meinung nach garantiert auch Metallwerkzeuge benutzt. Es heißt sogar, dass es ja keine Räder gegeben hat, dass das alles, ohne Pferde hatten sie ja noch nicht im Inka-Reich, aber in Mittel- und Südamerika alles ohne das Rad und ohne Metallwerkzeuge gebaut wurde. Das halte ich auch für Quatsch. Vor allem, wenn man die Steine anschaut, im Genauen, das ist ja dann auch teilweise Granit, der eben nur mit einem noch härteren Gestein oder Material verarbeitet werden kann. Und der ist dann gleichzeitig auch noch poliert. Und ja, an diesem Bild sieht man ja wunderschön, das hat ja quasi einen kleinen 3D-Effekt. Diese hervorstehenden Punkte, die man da sieht, die sind ja nicht irgendwie da drauf geklebt, sondern man hat den Stein drumherum, um diese Punkte dort abgeschliffen, ja, damit das stehen bleibt dort. Warum das überhaupt so ist, warum das nicht auch weggeschliffen wurde, ist auch wieder eine andere Sache. Ja, bei manchen ist es ja wie eine Art Zapfen. Ja. Ich habe zum Beispiel neulich was über Stonehenge gesehen, bei den Decksteinen, hier bei diesen Steinen, die oben drauf liegen. Wenn man die hochlüpft, da sieht man innen drin so einen Knubbel und oben drauf dann so eine Vertiefung, dass die nicht gegeneinander verschieben können. Also bei Stonehenge, die haben quasi Nut und Feder. Nut und Feder, Das ist ganz klar und man kann es nachvollziehen und weiß, wofür es ist. Aber das hier ist ja eine Mauer. Man sieht ja auch, die ist ja so gemauert worden. Da kann man nicht irgendwie was dranhängen. Das ist, es ist völlig sinnlos, in Anführungszeichen, für uns heute rückblickend. Und auch der sinnlos. Aufwand, um solche Sachen zu machen, steht in keinem Verhältnis zum Zweck dieser Anlagen. Dann. Nein, es war für die Götter. Es war für die Götter. Für die Götter ist das Beste gerade gut genug. Gewesen. Also das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat, aber das Eigentliche, was mich also von Anfang an stutzig gemacht hat, das ich auch nie vergessen werde, ist ein Bericht von Däniken eben aus dieser berühmten Serie damals auf den Spuren der Götter über den Tempel von Baalbek. So, Baalbek ist jetzt nicht irgendein Tempel, sondern es ist zufälligerweise der größte Tempel, den die Römer je gebaut hatten. Das war 400 Jahre Bauzeit, von 100 bis 300 nach Christus, habe ich gelesen. Also das war eine ganze Armada von Architekten und Steinmetzen und Maurern und Bauleuten ist da unterwegs gewesen. Befindet sich ungefähr 90 Kilometer nördlich von Libanon. Ich war leider noch nie da. Warst du schon da? Kennst du es? Ich war selber auch noch nie da. Und dieser Tempel ist also wirklich riesig. Zum einen der Bacchus-Tempel, Temple of Jupiter. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist das gebaut worden auf den Ruinen eines griechischen Tempels. Und der griechische Tempel steht auf den Ruinen oder stand auf den Ruinen eines noch älteren Tempels, wo man nicht genau weiß, wer das wirklich war. Und das Entscheidende ist eben diese untere Ecke da, das als Triliton bezeichnet wird. Das ist etwas, was mich als Kind einfach wachgeküsst hat. Die Steine, die Größe der Steine, die da verbaut worden sind, ist für mich in keinster Art und Weise erklärbar, wie das damals gelöst worden ist. Vor allem, wenn man sich die Dimensionen davon einfach nur mal anschaut. Genau. Ja. Diese riesigen Steine da von Baalbek, die sollen ja eine Plattform bilden, beziehungsweise die bilden eine Plattform hinter den Steinen, aber ist alles mit kleineren Schutt und Geröll, und kleineren Steinen aufgefüllt. Sie sind also quasi der Rand dieser Plattform. Aber unterhalb dieser Steine finden sich eben noch viel ältere Spuren und auch Höhlen, lange vor den Griechen, lange vor den Römern. Die Römer haben natürlich später den berühmten Jupiter-Tempel dort draufgestellt. Wenn man ein Foto von Baalbek sieht, die Säulen, das kennt man. Ja. Und so. Ist und ja auch im Nationalsymbol von Libanon mit drin, diese Säulen sogar. Genau, also das ist im Libanon ein Highlight an Architektur. Eigentlich ist es im ganzen Römischen Reich ein Highlight gewesen, der Tempel, der Baalbek-Tempel, beziehungsweise der Jupiter-Tempel. Und diese Monolithen, da streiten sich so die Leute, sie wiegen 800 Tonnen oder 900 Tonnen, aber das ist eigentlich völlig egal, ob die 800 Tonnen wiegen oder 900 Tonnen. Sie liegen halt dann da rum und da wurde dann auch eben gedacht, gut, wir können es, solche schweren Steine transportieren. Wir brauchen nicht nur aus kleinen Steinen so etwas zu bauen, wir nehmen gleich solche Riesensteine. Der Steinbruch, wo die herkommen, der ist nicht so weit weg. Das sind 2-3 Kilometer. Das geht sogar ein bisschen bergab. Aber das heißt nichts. Ob es jetzt 2-3 Kilometer sind oder 5 Kilometer, diese Steine wurden rausgemeißelt. Es ist kein Granit, das ist, soweit ich weiß, Sandstein.
und dann dahin gebracht. Und dann heißt es immer, auf Holzrollen wurden die dahin gebracht, aus dem Steinbruch heraus. Gut, dann nehmen wir mal, die wurden mit Holzrollen dahin gezogen, also hingeschleppt. Hier sieht man es auch wunderbar. Hier unten links steht ein Mensch, der hat einen Hut auf, nur dass man da mal einen Vergleich sehen kann. Jetzt sind diese Steine aber nicht nur irgendwie so groß, sondern die sind auch noch irgendwo im ersten, zweiten, dritten Stock verbaut. Wenn man das jetzt mal als, wenn man das jetzt mit einem Haus vergleicht, nebendran 1, 2, 3 sind diese Trilitonsteine, wo zwischen 800 und 900 Tonnen, die ruhen aber auf den Steinblöcken 1 bis 7, wo jeder auch noch mal 200 bis 500 Tonnen hat und so weiter. Und wie, also das Transportieren ist das eine große Rätsel. Aber wie bewegt man das Ding nach oben? Ja, ich weiß nicht, warst du schon mal im Mystery Park von Däniken bestimmt? Ja, ja. Ich erinnere mich dran, es gibt da so einen Schaukasten, wo eben der Stein von Baalbek dargestellt ist mit den Kränen drumherum. Genau. Weißt du, welches ich meine? Den gibt es immer noch da. Den gibt es immer noch. Also das ist ein Schaukasten, wo Modellkräne dargestellt werden. Und zwar soll das symbolisieren, wie viel Kräne man bräuchte, um diesen einen Stein, den Stein des Südens, habe ich auch noch ein Bild dann gleich, zu heben. Ja. Alleine nur anzuheben. Und jetzt, wenn ich das Ding anhebe, ist er aber noch keinen Meter weit transportiert worden. Ja, aber was überhaupt nicht bedacht wird, ist, wenn man den jetzt irgendwie angehoben und auf die Mauer gesetzt hat, wie hat man den denn eigentlich aus dem Steinbruch rausgekriegt? Man meißelt ihn ja erst, genau, da ist der Stein des Südens links, rechts daneben, der ist jetzt erst vor 4, 5 Jahren ausgegraben und entdeckt worden. Also auch nochmal so ein Stein. Diese Steine sind nicht fertig, nicht abtransportiert worden, die liegen also noch im Steinbruch. Aber man muss sie auch erstmal von unten losschlagen und dann aus dem Steinbruch auch herausheben auf die vermeintlichen Holzrollen. Hier sieht man es ganz besonders gut. Das ist der Stein des Südens. Hajar al-Guble heißt der, glaube ich. Ja, also Stein des Südens. Stein der dicken Frau, glaube ich auch, sagt man auch. Wie ist da die offizielle Erklärung dafür? Was sagt da die moderne Archäologie oder die Wissenschaft? Also, zu diesem Stein speziell sagen die, ja, der wurde ja gar nicht bewegt. Weil er eben noch unten, oder die Grabungen ergeben haben, hier unten drunter, noch mit dem Felsgestein verbunden ist. Der wiegt so 1000 Tonnen, sagt man, so rund 1000 Tonnen. Aber das spielt ja dann auch keine Rolle. Die anderen wurden ja bewegt. Mhm. Und da heißt es dann eben, viele Leute, viele Seile, viele Holzrollen, viel Kraft. Und dann wurde es dahin gezogen. Da hinten sieht man ja ganz oben links den Tempel. Also das da oben ist der Tempel. Das da sind die Säulen da. Ja, genau, kann man ja sehen. Und dann wurde das da halt hingezogen und aufgehievt. Da gibt es zum Beispiel die Überlegung, es wurde eine Rampe aufgeschüttet. So hat man sich das vorgestellt dann ungefähr so. Ja, dass man also die Steine da ebenerdig gezogen hat und dann lagen die da. Ja, man hat also quasi die ganze Plattform in Anführungszeichen erstmal mit Erde umgeben, damit man das da hochziehen konnte. Und dann hat man das Ding da draufgestellt und die Erde ist nachher alles wieder abgetragen worden. Mhm. Also das heißt, man hat es irgendwie eine schiefe Ebene dort hochgezogen. Was, um es nochmal zu betonen, natürlich viel, viel mehr Arbeit ist, als wenn man mit kleinen Steinchen, die 5 Tonnen wiegen, so etwas dorthin mauert. Damals, ich glaube 1956 war das, hat der Russe Agrest, Modest Agrest hieß der, zum Beispiel auch die Theorie entwickelt, das haben mal außerirdische Götter gebaut als Startrampe für Außerirdische, die Plattform von Baalbek. Das ist auch das wahrscheinlich, was du meinst, was du bei Däniken gesehen hast, im Film von Erinnerung an die Zukunft von 1977. Es ist aber keine zusammenhängende Plattform aus Riesensteinen. Wie gesagt, die sind aufgefüllt, diese Plattform. Aber die Kritiker sagen auch, und die Präastronautik-Kritiker und die Archäologen, ja, das ist ja alles aus der Römerzeit. Und die Römer haben ja auch aufgeschrieben, wie alles gebaut wurde, wie die das errichtet haben. Da heißt es dann aber wieder, ja, es wurde ja unterhalb dieser Plattform ältere Höhlen gefunden mit teilweise wesentlich älteren archäologischen Artefakten. Und da heißt es dann wieder, ja, das hat aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, heißt es dann wieder. Obwohl natürlich gerne immer wieder gesagt wird, zum Beispiel jetzt bei Stonehenge oder anderen Megalithanlagen, wenn wir da graben und finden, was da drunter, wissen wir ungefähr, wie alt die Megalithanlage ist. Da gilt das offenbar nicht bei denen. Ja, wie man das gebaut hat, ich weiß es nicht. Interessant ist, als Beispiel auch noch genau, wo es um archäologische Funde unterhalb von Megalithanlagen geht. Auf Teneriffa gibt es Pyramiden. Da, ja, der Thor Heyerdahl hat die ziemlich bekannt gemacht, so ab 1991, die Pyramiden von Teneriffa.
Und das sind 6 Stück, es soll mal 9 gewesen sein. Da sagen die Archäologen, die haben da Ausgrabungen gemacht und haben ein Siegel gefunden von 1848 innerhalb dieser Pyramiden. Das sind eigentlich so mehr so Stufenplattformen, Tempelplattformen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Sind aber nach der Sonnenwende interessanterweise ausgerichtet. Und da haben die Archäologen gesagt, gut, das wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, ist nichts Antikes, hat auch nichts mit Thor Heyerdahl seinen Thesen zu tun, also dass es Kontakte zwischen der neuen und der alten Welt gab und Teneriffa quasi als Station diente. Aber dann wurde unter der Pyramide weitergegraben und da befindet sich eine natürliche Höhle. Und in dieser Höhle wurden Funde gemacht von den Archäologen 1995 bis 1998. In diesen Höhlen, die Funde sind ungefähr aus dem Jahre 400 bis 600 nach Christus. Also heißt das ja, die Pyramiden, die auf dieser Höhle steht, sind nachträglich gebaut worden. Und da sagen die Archäologen, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Höhlen waren halt da und die hängen in keinen Zusammenhang damit. Da muss man sich ja fragen, hängen denn die Höhlen unter der Plattform, wenn wir sie so nennen wollen, von Baalbek, hängen die denn wirklich nicht damit zusammen oder hängen die doch damit zusammen? Sind die Pyramiden auf Teneriffa, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, sind die nicht doch vielleicht viel älter? Das heißt, wie gesagt, 1848, weil ein Siegel gefunden wurde aus der Zeit. Aber die Höhlen wären nur rein zufällig da gewesen. Und dann hätten Landwirte, auch interessant, rein zufällig die Steine, die sie auf ihren Feldern finden, in pyramidenartigen Strukturen dort aufgebaut. Wäre also reiner Zufall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier im Baalbek reiner Zufall ist, dass da drunter ältere archäologische Artefakte in Höhlen und Gräbern gefunden wurden und darauf dann rein zufällig, Jahrtausende später ungefähr, so solche Anlagen gebaut wurden. Wie auch immer die das gemacht haben. Kennst du die These von Sitchin, der ja da so einen gewissen Anflugkorridor gesehen hat in Bezug auf die landenden Schiffe der Anunnaki, und der hat es dann auch mal in seiner Grafik gezeigt, und der Schnittpunkt zweier solcher Anflugwege wäre eben genau das da gewesen. Ja, genau. Ich habe das vor vielen Jahren mal gelesen. Also der Modest Agres, der da 1956 oder so die Spekulation da aufstellte mit Raketenstarts auf Baalbek, das hat Sitchin dann offensichtlich übernommen. Und Sitchin hat genommen die Pyramiden von Gizeh und den Berg des Mose auf der Sinai-Halbinsel, wobei es eigentlich nicht der wirkliche Berg Mose ist. Aber die hat er genommen und hat dann da Verbindungslinien gezogen über die alte mesopotamische Stadt Shurupak. Und so kam er direkt auf Baalbek raus und hat das so als Anflugskorridor genommen, tatsächlich. Das ist von Zechariah Sitchin. Ich fand es ganz interessant, diese Logik, also so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier irgendwie, jetzt nehmen wir einfach mal an, als Arbeitshypothese, es gibt diese Raumfahrer, die von irgendwoher kommen, dann sind die ja den gleichen Gesetzmäßigkeiten, mehr oder weniger unterliegen die den gleichen Gesetzmäßigkeiten von Raumfahrt. Wie komme ich von A nach B? Ich muss ja dann irgendwie navigieren, ich muss aus dem Orbit runter, ich muss dahin, ich brauche ein Funkfeuer, ich brauche Referenzpunkte. Unter dem Gesichtspunkt finde ich das alles natürlich dann ziemlich cool, ja, so darüber nachzudenken. Ja, aber man muss auch sehen, dass diese Technologie, wenn dieser Raumfahrer der Antike tatsächlich die Pyramiden in Gizeh und den Berg Mose am Sinai brauchen als Fixpunkte und dann einen Anflugkorridor nach Baalbek zu haben. Also das ist schon eine sehr primitive Technologie. Für Raumfahrer dann wieder. Für Raumfahrer, ja. Das wäre mehr, vielleicht, wenn es was geben würde, für eine untergegangene Zivilisation wie Atlantis, was jeder kennt, dass es da eine rein irdische Kultur gab, die sehr weit fortgeschritten war, aber nicht eben so weit fortgeschritten. Das ist so ein Raumkleider, wie du in Umhängen hast zum Beispiel. Ja, der ist aus Südamerika. Sag mal nochmal kurz her. Sieht ein bisschen aus wie das Space Shuttle. Aus Kolumbien, genau. Ja. Das ist so. Dass dieses Ding, also exakt wie ein Flieger, wie so ein Delta-Flieger. Man sagt auch einfach Goldflieger dazu. Die liegen in Bogota im Goldmuseum in Kolumbien. In Berlin gibt es welche. Und ich bin jetzt nächstes Wochenende auf dem Kongress in Bremen. Am Hauptbahnhof Überseemuseum, jeder mal hinfahren, da liegen auch solche Objekte im Original aus Südamerika. Ich weiß, ich habe in Bremen gewohnt, da war ich schon ein paar Mal. Dann weißt du auch, es gibt verschiedene Modelle davon auch. Mhm. Also dies ist so das Klassische, aber es gibt auch verschiedene Arten. Es gibt auch welche, die sehen aus wie Vögel, ganz normale Vögel. Also ich habe dieses Beispiel mit Baalbek oder auch mit dieser Steinbearbeitung eben rausgesucht, weil es für mich seit damals und nach wie vor heute einer der besten Beweise dafür ist, dass es eine
wirklich weit fortgeschrittene Zivilisation gab, die damals, wann auch immer damals ist, also 4.000, 10.000, 30.000 Jahre, ich weiß es nicht, in der Lage war, Stein in dieser Form zu bearbeiten, wie wir das gesehen haben, Spuren von maschineller Bearbeitung zu finden sind und gleichzeitig aber auch in der Lage waren, das zu transportieren. Weil ich schaue auch N24 Transportwelt an. Habe ich gestern gesehen. So Megatransporter. Mhm. Ich bin so ein Technik-Fan, aber ich schaue so technische Sendungen gern an. Aber speziell diese Schwerlasttransporter mit dem Hintergrund, weil ich wissen will, welche Herausforderungen in der heutigen Zeit der Transport von so großen Lasten stellt. Und natürlich, wir haben die größten Maschinen, da können so ein großer Generator oder so eine große Turbine oder was auch immer, 700 Tonnen ist das Maximum, was wir auf Straßen transportieren können. Alles Weitere bräuchte Spezialuntergrund. Wenn du nur einmal von der Straße abkommst, bist du schon vorbei. Ja. Dann hast du vorne und hinten eine Zugmaschine, zwei LKWs mit je 2000 PS und 20 Achsen, um das Gewicht zu verteilen. Und das ist ein hochkomplexer Vorgang, super schwierig, das machen nur Spezialisten. Und jetzt frage ich mich, wie dann im Gebirge des Libanon vor Tausenden von Jahren so ein Schwerlasttransporter ohne Kran oder wie haben die das gemacht? Wie haben die das einfach gemacht? Ja? Und das ist jetzt natürlich die Frage, die ich mich seitdem immer wieder stelle. Ja. Es ist ja auch so, hier bei dir im Hintergrund sieht man ja auch die Pyramiden von Gizeh. Da ist es zum Beispiel, dass Steine aus Granit in der Pyramide des Cheops, und zwar die Decksteine von der Grabkammer des Königs in der Cheops-Pyramide, dass sie so 75, 70 bis 80 Tonnen wiegen, also so 75 im Durchschnitt. Mhm. Und die sind 1000 Kilometer weit entfernt in Aswan abgebaut worden und dann zum Nil transportiert worden, auf ein Nilschiff geladen worden und dann dahin gebracht worden und dann dort hingeschleppt und hochgekarrt worden. Und das alles, wo angeblich in der 4. Dynastie, wo die Pyramide von Pharao Cheops, also ungefähr 2500 vor Christus gebaut worden sein soll, wo die angeblich nur Kupferkanten und dann irgendwelche primitiven Holzschiffchen, wo das dann draufgepackt wurde und das wurde dann einfach den Nil hochgezogen. Es sind nur 75 Tonnen, nicht 800 wie da oder dieser jetzt speziell 1000 Tonnen, aber dieses Transportproblem, wenn wir es mal so nennen wollen, ist weltweit so. Überall haben die Menschen primitiv gebaut aus Lehm und irgendwas und wohnten dort. Aber wenn es um die Götter ging und irgendwelche himmlischen, da war alles möglich. Ja. Da konnten sie alles bauen. Ja, ja, ja. Völlig egal, wie schwer, wie hart das Gestein ist, das macht gar nichts. Dafür ist nur das Beste, das Härteste gut genug. Das ist schon ein weltweites Phänomen. Wobei man sagen muss, in Mesopotamien, also jetzt Iran, Irak heute, finden sich fast keine Steinbauten, weil die einfach gar keinen Stein hatten, um damit zu bauen. Die haben alles aus Lehmziegeln gebaut. Ja, Millionen von Lehmziegeln haben sie angefertigt. Die Ziggurats, die sind Ziggurats zum Beispiel. Diese Stufentempel, die sind zerfallen mittlerweile. Ja. Ja, der von Ur ist einigermaßen restauriert, aber sonst, die hatten da keinen Stein. In Ägypten konnten sie mit Stein ohne Ende bauen, in einer anderen Region. Und da, wo Stein gab, hat man sie auch gleich genommen und riesengroße Dinge angefertigt, um zu Ehren der Götter des Himmels was zu bauen. Mhm. Und wenn jetzt diese Götter des Himmels wirklich nur imaginäre Wesen waren, ja, die Religion muss dann von Anfang an extrem stark gewesen sein. Was ich interessant finde, ist, wenn man in einem Atlas, in einem Geschichtsbuch oder in irgendeinem Archäologiebuch etwas über Baalbek liest, dann liest man, dass das der größte Tempel war, dass der sehr groß war, dass das halt wirklich ein gigantisches Bauunternehmen war. Aber ganz, ganz selten wird überhaupt auf diese Steine eingegangen. Ja. So nach dem Motto, das wird irgendwie verschwiegen, dass es das überhaupt gibt. Also nur Menschen wie wir, die sich für sowas sowieso interessieren, diese ganzen Paleo- oder Präastronautiker, die wollen das natürlich wissen. Aber warum wird dann so etwas in der normalen Schule nicht gelehrt? So nach dem Motto, liebe Kinder, gebt fein Acht. Hier, ich habe euch ja das mitgebracht. Mhm. Das ist ein großes Rätsel. Wir haben keine Ahnung, wie es passiert wurde, wie es gemacht worden ist. Aber das gibt es. Ja, also bei Baalbek ist fast 95% des Hauptaugenmerks immer nur auf die Säulen, Römer und auf den Jupiter-Tempel. Und dann sieht man vielleicht mal ein paar Bildchen, ja, Ostansicht der Terrasse von Baalbek. Und dann war es das auch. Es gibt auch Archäologiebücher, ganz schlaue Archäologiebücher von Baalbek.
da sieht man wunderschöne Hochglanzfotos drin von den Säulen bei Sonnenuntergang und was weiß ich. Ja, schön, da haben die Römer dann ihre Säulen hingestellt, um ihren Gott Jupiter zu huldigen. Aber wo haben sie die denn draufgestellt, ja, die Säulen? Ja. Das interessiert uns doch viel mehr. Ja, ja. Ne, solche Säulen, ja. Für mich ist das der Punkt, der mich zweifeln lässt an unserem System. Dass es dann natürlich irgendwann zum 11. September kommt oder Propaganda in Bezug auf Klimawandel und so weiter geht, das sind alles Folgeerscheinungen, wo ich gemerkt habe, okay, Propaganda findet in vielen verschiedenen Richtungen statt. Aber dieses Bild ist für mich der Ursprung all meinen Zweifels an diesem System einfach. Ja? Und das kann mir auch niemand nehmen, weil ich habe bis heute noch keine fundierte, vernünftige Erklärung gefunden, wie die das gemacht haben. Das sind alles nur fadenscheinige Erklärungen von Wissenschaftlern, die versuchen, ihr eigenes Weltbild aufrechtzuerhalten. Ich habe vor kurzem einen Begriff aufgeschnappt, Kompetenzverlustvermeidung. Also sprich, niemand möchte seine eigene Kompetenz dahin schwinden sehen, wenn er sich eingestehen muss, dass er jahrzehntelang einem Irrglauben aufgesessen ist. Und all diejenigen, die das den alten Römern zuschreiben, versuchen ja nichts anderes, wie ihr eigenes Weltbild aufrechtzuerhalten. Ja, aber man muss auch sehen, wenn diese großen 800-Tonnen-Steine da vom Baalbek, das ist eigentlich egal, ob jetzt die Römer das vor 2000 Jahren gebaut haben oder irgendwelche anderen Vorfahren vor 10.000 Jahren, denn die Technologie, die sie zur Verfügung hatten, bis auf jetzt natürlich Eisen und Metall, war ja die gleiche. Seilen und Holzrollen. Vor 2.000 Jahren genauso wie vor 10.000 Jahren. Mhm. Und jetzt packen wir uns mal so einen 800, 900 Monolithen, tonnenschweren Monolithen auf Holzrollen. Und die sind, glaube ich, 25 Meter lang oder so, wie komplett auf Holzrollen. Welches Holz soll das denn aushalten? Mhm. Darauf? Egal, ob es jetzt auf Dutzende von Holzrollen das Gewicht verteilt ist, die werden da zusammenbrechen. Ja. Und dann muss man das Ding natürlich auch noch ziehen und schieben. Ja. Und daher Untergrund überhaupt, ja? Das ist ja dann, es gibt ja keine superglatte Asphaltbahn, wo man das machen muss, sondern es gibt ja nur Bergstraßen. Die mag es ja vielleicht gegeben haben, superglatte Bahnen, um das da lang zu ziehen, damit sie es ein bisschen einfacher haben. Aber aus welchem Untergrund bestanden die dann? Ist eine Schotterlage, eine Kieslage, damit die Rollen auch rollen, damit das nicht einsackt. Ja, eben. Ja. Wurde das betoniert mit super Spezialbeton oder geteert? Also wir halten fest, nicht gelöstes Rätsel. Definitiv. Meiner Meinung nach nicht gelöst, genau. Auch wenn dieser Stein nicht bewegt wurde, jetzt dieses Beispiel. Ja, ja. Das muss man so aber sagen. Aber der liegt aber halt so schön da und du siehst ja, was für ein prominentes Fotomotiv das ist. Es gibt also viele, viele Bilder, wo ganze Gruppen von Menschen da oben sitzen. Das sind jetzt bestimmt 100 Menschen, die da oben stehen. Aber es ist auch nur eine Ausnahme, dass er sollte ja bewegt werden. Er war ja in Arbeit, er ist ja fast fertig. Ja. Und die anderen wurden ja bewegt. Die anderen stehen ja da. Was machen wir jetzt mit diesem Gedanken? Also wir haben da ein Rätsel, das unsere Technik, unsere Archäologie nicht lösen kann, das man auch gerne verschweigt. Was heißt das dann im Umkehrschluss? Dass man nicht will, dass wir über das nachdenken, was damals passiert sein könnte? Was hast du für eine Erklärung dafür? Also im Umkehrschluss heißt das, diese jahrzehntealte Geschichtsforschung und Historie von der Entwicklung der Menschheit. Ganz früher hieß es geradlinig, von der Steinzeit bis zur Moderne, eine gerade Linie. Das ist schon mal völliger Quatsch. Das sagen aber auch etablierte Archäologen. Gut, es gab keine geradlinige Entwicklung, da waren sie fortgeschrittener als dort und dort. Aber die Archäologen und die Geschichtsforschung möchte halt kleine Fehler oder kleine Korrekturen eingestehen, aber nicht große Korrekturen. Zum Beispiel flippen die fast aus, wenn man Ägyptern in der 4. Dynastie vor 4.500 Jahren Eisen zuspricht, dass die Eisen oder Stahl benutzt haben. Mhm. Die haben gefälligst Kupfer zu benutzen und nichts anderes. Und wenn jemand was anderes sagt, dann ist das ein Spinner. Mhm. Und das ist ja jetzt wirklich nicht eine weltbewegende, dramatische Erkenntnis oder würde die ganze Menschheit ins Chaos stürzen, wenn jetzt die alten Ägypter schon Eisen hatten. Mhm. Aber das passt halt nicht mit der offiziellen Geschichtsschreibung. Ja, die wollen halt nur Fehler eingestehen, die klein sind. So große Probleme, große Irrtümer wollen sie dann doch lieber mal so unterm Tisch so. Mhm. Sie unterdrücken es nicht mit Absicht, sie unterdrücken es einfach durch Ignorieren. Mhm. So einfach machen die sich das. Mhm. Finde ich eigentlich sehr praktisch. Wenn man durch das Ägyptische Museum läuft, das steht mir noch bevor, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich war zwar schon in Ägypten mal beim Tauchen und bin dann rübergefahren nach Luxor.
Memnon-Kolosse und Tage Könige und so, diese fehlt mir noch. Aber wenn man dann vor diesen riesigen Anlagen steht, dann, oder gerade im Ägyptischen Museum durchläuft, da wird man ja erschlagen mit diesen alten Artefakten, die eigentlich nicht zu erklären sind. Es gibt diese berühmten Vasen, die nur maschinell hergestellt werden konnten, mit Bohrern, die ums Eck schleifen. Ja, da gibt es mit so einem eingedellten Kelchrand obendran. Ja. Und wenn man das jetzt alles mit einem Meißel und mit Hammer macht, dann muss man ja irgendwann mit dem Meißel nach innen rein und daraus klöppeln. Das geht gar nicht. Das kann also nur maschinell rausgeschliffen worden sein. Also diese Vasen sind wirklich interessant. Die stehen da einfach so rum und da geht jeder dran vorbei, weil die einfach völlig langweilig aussehen. Ja, aber die Herstellung von diesen Vasen bedeutet... Und man ist ja tatsächlich erschlagen auf so viele Artefakte und man guckt sich das Tollste, guckt man sich da so an. Aber diese Vasen sind ja auch von innen komplett hohl. Ja. Wenn man da oben reinbohrt in diese Vasen, die sind aus Granit und Diorit zum Teil. Ja. Und dann kann man ein bisschen nach links und rechts bohren so, und dann hat man quasi so ein Kegel reingebohrt. Ja. Aber wie, weil die haben so eine Form, diese Vasen, wie bohrt man die denn dann um die Ecke da drin? Eben. Weil die sind komplett ausgehöhlt. Woher man das weiß, ist natürlich ganz einfach. Man kippt da Wasser rein oder irgendein Mehl oder irgendetwas und kippt es dann wieder raus und sieht anhand des Volumens, was da drin war, dass sie komplett hohl sind. Da haben wir überhaupt keine technische Möglichkeit, wie soll so etwas gehen. Mhm. Es gibt zum Beispiel, wenn man im Ägyptischen Museum direkt reingeht, stehen einige Vitrinen, da stehen Alltagsgeschirre rum. So Teller und Tassen, wenn man es mal so will. Da geht auch jeder Tourist dran vorbei. Vor allem, weil das eigentlich mehr so der Ausgang ist des Ägyptischen Museums. Mhm. Da ist man dann erstmal fertig und hat sich Tutanchamun, Diamanten angeguckt und will wieder nach draußen. Und dann geht man eigentlich schnell dran vorbei an diesen kleinen Vitrinen. Die sind nur so groß. Aber in diesen Vitrinen, da stehen Teller, die auch aus Granit sind. Und die haben einen Granitkranz, der innen gewölbt ist. Das heißt, die muss einer von innen irgendwie den Granitkranz ausgeschabt haben, nur für ganz normale Teller. Mhm. Und was steht da für ein Schild vor? Teller. Granitteller steht da dran. Da guckt keiner in die Vitrine, weil da geht man einfach so raus. Größten Rätsel sind oft so unscheinbar. Ja, ich habe das auch nur durch Zufall gesehen, weil ich glaube, beim ersten oder zweiten Mal habe ich mich im Ägyptischen Museum, bin ich nicht direkt links zu diesem Sarkophag, den ich vorhin erwähnte, sondern einfach erstmal geradeaus, habe ich gedacht, jetzt alle Touristen gehen links, ich gehe geradeaus. Und dann habe ich da halt diese Teller, also mehrere von diesen Objekten da gesehen. Es gibt sogar welche, die haben zwei Stufen. Es gab ja mal in den 70er Jahren, also quasi in unserem Alter damals, solche Tischaufsteller mit drei Böden, die man drehen konnte. Da konnte man Gewürze draufstellen und so. So einen Teller gibt es zum Beispiel auch. Der ist auch aus Granit, den kann man nicht drehen. Aber der ist aus zwei Stufen. Und die sind auch von innen so wie pilzförmig ausgeschabt worden ringsherum. Ja, wie soll man das machen? Hat man da Sand genommen und Wasser als Schleifmittel? Und perfekt rund sind sie dann natürlich auch. Also wir halten mal fest, es gibt da sehr große Rätsel, die wir nicht in der Lage sind zu lösen. Und ich würde mir also sehr wünschen, dass unsere Wissenschaft da mal einen anderen Blick drauf wirft, auf dieses Unmögliche eigentlich, und das dann aber auch eingesteht, dass man nicht sagt, ja, das waren halt die Steinmetze von dem Djoser, dem Vierten oder sonst irgendjemand, sondern dass das hier eine Technologie ist, die wir nicht ganz reproduzieren können, und das bedarf weiterer Forschung. Vielleicht könnte der Zaha Hawass ja mal da in diese Richtung ein bisschen tätig werden. Also ich finde auch, wenn ein trockener Archäologe oder Altertumsforscher, die sind ja für Jugendliche und Heranwachsende, gerade die sollte man für diese Themen interessieren, so wie wir ja auch angefixt wurden. Aber wenn die einfach mal sagen würden, oh Gott, oh mein kleiner Junge oder kleines Mädchen, das weiß ich nicht, wie das ging, und die waren halt super, die konnten das, ne? Wenn die mal so ein bisschen eingestehen würden, naja, da müssen wir noch viel forschen, da sind wir einfach ratlos, das macht die doch für junge Leute, für Teenager irgendwie gleich sympathischer. Aha, der große, schlaue Professor, der sagt, er weiß es nicht. Meiner Meinung nach würde das die in die Augen der Heranwachsenden viel sympathischer machen. Mhm. Und vielleicht diese Thematik für die Heranwachsenden auch interessanter. Man muss einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Schönes Schlusswort.
Ja. Wir wissen vieles nicht, wir bleiben dran an diesen Rädern. Deswegen sitzen wir hier. Und also, Lars, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns endlich mal begegnet sind. Also ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Es gibt bestimmt noch mal Gelegenheiten bei irgendeinem Kongress oder auch hier wieder. Du bist also herzlich eingeladen, wiederzukommen. Und ja, weiterhin viel Erfolg bei deinen ganzen Reisen und komm immer wieder gut zurück. Danke. Ja, das war's wieder. Ein Ausflug ins Außergewöhnliche. Mal nichts Geopolitisches, Aktuelles, sondern weit, weit zurück in die Steinzeit. Haha, ein Wortspiel. In diesem Sinn auf jeden Fall vielen Dank für eure Unterstützung, für euer Interesse. Und schaut wieder rein beim nächsten Mal hier bei uns bei Nuviso. Bis dann. Ciao.